Dann geht er nach dem Essen, wie gesagt, auch eher Kohlsuppe, kein Speck, kein Käse, aber ein bisschen Schwarzbrot, was er noch hat, teilt er sogar ein bisschen mit dir. Kann er dir dann einen Spieß geben? Wenn du mir eine Holzbearbeitungsprobe machst, dann kriegst du ihn auch ordentlich angespitzt, kriegst ihn vielleicht sogar auf Zwergengröße, aber der Bruchfaktor ist unglaublich groß. Das klappt so suboptimal. Dann steigt der Bruchfaktor von... Was hat so ein normaler Spieß, Speer? Ein Holzschwert, ein Bruchfaktor von 5. Ja, dann erhöhen wir mal auf 4. Also um 4. Ja, okay. Dann ist er von 5 auf 9. Und dann hast du dann einen angespitzten Speer. Zwergengroß mit hohem Bruchfaktor. Okay. Noch irgendwas anderes, was die anderen tun wollen? Wir hatten, glaube ich, noch ein Gespräch mit dem Aferdi, richtig? Ich nehme die anderen auch mit, wenn sie nichts zu tun haben. Ja, er kommt da sonst auch nach dem Essen, kommt er dann raus und schaut dann mal zu euch, deutet dann auch in Richtung, ja, da wo Bisra besteht, deutet er auf das Heulager, auf das Strohlager. Ihr könnt hier schlafen. Das ist in Ordnung, habe ich schon abgesprochen. Aber Modgar hasst dich. Nur so viel dazu. Nun, das ist im Sinne unserer Bedeckung auf dieser Reise wohl unabdingbar, fürchte ich. Ich habe ihr nicht gesagt, dass du kein Dunkelsteiner bist. Vielen Dank. Was hat das mit diesen Dunkelsteinen auf sich? Wir haben uns verraten, alle miteinander, bis auf einen. Einer nur. Jelner Anton Dunkelstein. Er hat, als das Ganze losging, 21, also vor 5 Jahren mittlerweile, hat er mit Lug und Verrat die ersten weißen Hetze erschaffen und Kleinwardstein gestürzt. Ist das Aber ich also denke, wirklich wahr? die Rondrianer vor Ort können euch etwas mehr zu der Rückeroberung von Kleinwardstein erzählen und was dann alles passiert ist. Ist das also wirklich wahr? Kleinwardstein ist gefallen. Ihr solltet die Feste einmal sehen. Ich bin froh, dass ich mich dort nur eine Nacht aufhalte und nicht länger verweile. Das, was ich mit den Flüssen zu tun habe, hat jeder andere Geweihte auf seine Art und Weise zu tun. Nein, das wohl. Ihr redet wie ein Okay. Torvaler, nicht wie ein Tobrier. Gott so lange auf Schiffen unterwegs. Verzeiht. Denkt ihr, wir werden morgen ankommen? In Kleinwardstein. Mein gemütlicher Ritt, aber ihr werdet wohl hart laufen müssen. 40 Meilen sind es. Das habe ich eurem Freund schon gesagt. Erst du bist, Frau Bull. Wir machen morgen ein wenig Strecke. So besser, mir gehen die 3, 4, 5 Meilen Märsche allmählich ziemlich über. Ich hoffe, die Angroschen halten durch. Sicherlich. Zwerge sind doch ausdauernde Marschierer, dachte ich. Das werden wir sehen. Nun gut, dann legt euch früh hin, damit ihr morgen frisch seid und wir in aller Frühe aufbrechen können. Ich denke, wir sollten sowieso nicht länger hier verweilen als nötig. Ihr solltet ja von eurer Reise durch den Sichelstieg noch warme Kleidung haben, Schlafsäcke. Legt euch hier, wie gesagt, einfach in Stroh. Oh, die letzten paar Tage war es ruhig. Die letzten paar Monate war es ruhig in Spuggelsen. Legt euch einfach ins Heu. Und hab Dank. Gut, wir sehen uns dann zur frühen Morgenstunde wieder. Herodin, Ja. halt es für klug, in diesem Dorf keine Wache aufzustellen? Wir werden auf jeden Fall eine Wache aufstellen. Oder wir machen das, dass wir alle in Zelten übernachten, dann wissen sie nicht, wer in welchem ist. Wir werden trotzdem eine Wache aufstellen. Ich will nicht, dass irgendjemand meint, er könnte sich an den Tieren vergreifen. Oder an euch. Oder an unseren Sachen. Oh, diesen Leuten nicht. Es schmerzt mich sehr, das sagen zu müssen. Und sie halten für euch für einen Verräter. Trotzdem, sind meine Landsleute denn dahin verkommen? Die Zeiten Nun schaut sind euch die Landschaft dunkel. an. Also zu mir waren alle sehr freundlich. Und ich nicke mal. Dann hoffe ich einfach mal, dass es nur die Verkleidung ist. Naja, ihr könntet euch durchaus eine Scheibe von ihnen abschneiden. Was soll das denn heißen? Naja, manchmal seid ihr auch nicht ganz bei der Freundlichkeit aufgehoben. Ab und zu steigt euch euer Adelstitel doch klar zu Kopf.
wenn ich das mal so sagen darf. Ein Titel kann einem nicht zu Kopf steigen, man ist dem gemeinen Volk ja schließlich zu Recht über. Seht ihr, was ich meine? Man muss das gemeine Volk hin und wieder erinnern, wo ihr Platz ist. Naja, meine lieben Adligen, ich hoffe, euer Platz im Stroh gefällt euch heute. Ja. Und darauf lächelt Torgosch. Nun gut, wer übernimmt welchen Wachdienst? Ich übernehme den ersten. Ja, so teilt ihr die Wachen ein, sodass jeder 2 Stunden, 3 Stunden weniger schläft als normal. Damit ihr dann jeder einmal alle dran wart. Die Nacht ist ruhig, euch fällt allerdings auch auf, dass 3, 4 Tobrier ebenso am Tor Wache schieben, allerdings nicht am Tor in Richtung Sichelstieg, sondern in Richtung Kleinwartstein. Also in die östliche Richtung halten sie Wache. Allesamt wieder mit Bogen bewaffnet, immer gespannt, und sie stehen dann auf ihren kleinen Türmchen, die sie da aufgebaut haben, an dem Palisadeneingang des Dorfes, eher in eure Richtung orientiert, immer mal einen Blick auf euch, wie ihr dann im Stroh schlaft, als in Richtung nach draußen. Aber es passiert sonst nichts. 1W6-3 durch die fehlenden Stunden könnt ihr aber dann regenerieren. Am nächsten Tage steht noch vor Sonnenaufgang Draco Efferdan dann reisefertig vor euch und eilt oder treibt euch dann so ein bisschen zu Eilern, dass ihr eure Zelte zusammenpackt, die ihr dann aufgebaut habt, dass ihr alles wieder zusammenrödelt, und gemeinsam mit ihm geht es dann über 40 Meilen nach Kleinwartstein. Ja, die Ausrüstung wird auch einmal schnell überprüft vorm Abreisen und dann ist alles okay für Abdul. Ich schaue nochmal doppelt, dass Bisfrau wohl richtig aufgesattelt ist. Ich möchte nicht auf dem Weg irgendwas verlieren. Das soll gelingen. Ja, die Umgebung hier ändert sich nicht. Tot, leer. So hatte sie Draco Effer dann beschrieben, und das ist sie auch. Nach links und rechts, ihr könnt ab und zu immer mal wieder das Rauschen des Flusses hören. Wisst ja, dass hier Kayun liegen muss, die Quelle, die der Ferdi für euch gesegnet hat oder für die anderen. Allerdings auch da kann man schon wieder die ersten Stieren erkennen im Wasser. Und ihr seid euch nicht ganz sicher, ob die Reinigung so sehr erfolgreich war. Ja, wie gesagt, ich habe hier einen tobrischen Turm einmal für euch freigegeben. Die stehen an den einzelnen Bergen immer mal wieder in der Entfernung, allerdings auch nicht bemannt, einige vielleicht auch eingestürzt. Es ist alles sehr leer, wie gesagt. Und dann trefft ihr nach einem ganzen Tag der Reise zu spätem Abend auf die Feste Kleinwartstein. Eine Ruine, die finster, modrig und düster vor euch aufragt. Dies ist hier die letzte Bastion Weißtobrien. Sie wirkt ernüchternd auf euch, wie auch der Rest des Landes. Die Burg ist komplett abgebrannt und nur noch eine Ruine in ewig schwelenden Trümmern. Aus dem Limbus hallen Schreie, ja, zu euch, verzerrt ans Ohr. Und als ihr näher und näher kommt, könnt ihr auf einem Hügel gelegen dann erkennen, dass man hier auf die Tobimora runterblicken kann. Im Osten eine weitere Blicke über den Kayun. Die Steine der Burg sind durch den dämonischen Angriff, von dem euch erzählt wurde, aufgeschmolzen. Einige Einschlüsse sitzen hier wie fremde pulsierende Eier im Inneren des Steins. Einige sind auch verglast, sodass man durch sie hindurchsehen kann. Andere wiederum bröckeln krankhaft herunter, ohne dabei weniger zu werden oder kleiner zu werden. Ein ewiges, krankhaftes Bröckeln. Bei allen 12 Göttern. Das ist sicher, dass wir ein Kleinwartstein sind. Kleinwartstein war eine riesige Festung. Mit 8 Türmen außenrum. Vielleicht sah sie in deiner Kindheit etwas größer aus. Ich frag das denn hier für dich. Ja, und er antwortet. Ja. Ich habe Dämonenarchen gesehen, die dazu nicht fähig wären. Archen. Auch die findet ihr hier, weiter im Süden. Was? Noch einer? Was meint ihr mit noch einer? Die letzte, die hier aufgetreten ist, wurde vernichtet. Ja, schon. Die Galeerenbrecher. Ein Gasthaus. Deswegen trete ich den Weg über die Tobimora nicht mehr an. Aber ihr werdet vielleicht in Kleinwartstein noch einige Informationen über die Galeerenbrecher sammeln können.
Ja, wie ich gehört habe von einigen Reisenden, soll sie wohl ja dort gestrandet sein. Im Hinterland. Eine gestrandete Arche. Ich kenne mich mit Gebe diesen ich Dingern dir. nicht aus. Viel zu lang bin ich schon im Inland und segne die Flüsse. Ist das Ding jetzt irgendwie zu einer Taverne umgebaut worden? Habe ich es gerade richtig verstanden? Aus euren Worten? Nein. Ich habe genug Dämonenreichen für eine Lebenszeit gesehen. Aber hier werdet ihr euch erst einmal mit ein paar Rondrianern herumärgern dürfen. Aber sie sind Salutaristen, sie sind ganz anständige Leute. Kirodin, was sind Salutaristen? Sind Rondrianer, die den Erfolg im Ring der Schlacht manchmal als wichtiger einschätzen als die exakte Durchführung der traditionellen Kriegsführung. Verstehe. Auf den Ruinen, auf den Trümmern der Türme könnt ihr noch erkennen, wie dort stolz im Wind einige rondrianische Flaggen wehen. Einige Wimpel, die stolz davon künden, dass Rondrianer anwesend sind. Und wie gesagt, wenn ihr dann näher und näher kommt und dann ja, die Strecke nach oben steigt, den kleinen Anstieg, könnt ihr auch erkennen, dass da am Turm mehrere Leute stehen, auch an der Brücke unten. Wenn ihr dann auf die Tobimora runterblickt, könnt ihr noch erkennen, wie da eine ganze Menge an Rondrianern stehen. Ungefähr 20 an der Brücke und jetzt nochmal 10, die am Burgeingang auf euch warten. Aber ihr werdet erst einmal nett begrüßt am Torhaus an der Garnison, wenn ihr in Begleitung wird Draco Effer dann dort auftaucht. Galan blickt allenthalben mal wieder die schwarzen Felsen hinauf. Kann sich das ein und andere Mal nicht davon abhalten, eine einzelne Träne aus dem Augenwinkel zu wischen. Rondirei, gut dich zu sehen. Ich habe hier ein paar Reisende für euch, die demnächst nach Süden wollen. Ich übernehme sie. Eine Rondrianerin, so um die 40 Jahre, könnte auch ein bisschen jünger sein, zumindest hat sie ziemlich viele Schlachten erlebt, die dann vor euch steht mit typischem Einschlag. Vielleicht der ein oder andere könnte es erkennen. Die Horasia erkennt zumindest, dass sie wohl aus Havena kommt, kann man im Akzent erkennen. Ja, dann sag ich mal Moin Moin. Ich bin Rondirei Löwentreu von Havena. Und ich bin die Großmeisterin der Hohen Wacht hier. Seid mir gegrüßt. Und da zum Gruße. Ich bin Jarl Sehr erfreut. Greifenmund und da sind meine Begleiter. Ja, Enrique und dann, Tagiel. dann kommt erstmal rein. Eure Pferde könnt ihr in die Stallung, in die Gesindehäuser bringen oder das, was von da noch übrig ist. Deutet auf einen, ja, Trümmer. Einfach nur Trümmer von dieser kleinen Festung. Wenn ihr Durst habt, der Brunnen, zurzeit könnt ihr den noch benutzen, aber ich glaube, wenn Draco gerade hier ist, dann kann er euch auch sicherlich das Wasser nochmal frisch abliefern. Und dann sollt ihr die Nacht gerne doch hier verbringen dürfen. Warum nicht? Ja, wer soll es gedankt sein? Wir werden euch auch nicht allzu lange belasten. Wir wollen morgen direkt weiterreisen. Was könnt ihr mir über den Übergang über den Fluss sagen? Ja, wir haben gute Leute unten gerade. Mythram Leuenschlag ist da und Gunther Donnerfaust. Und ich glaube, mein Mann ist auch gerade unten. Rondrasir Löwenbrand. Den kennt ihr vielleicht. Ihr seht mir aus wie ein tapferer Rittersmann. Dann sollte euch Rondrasir sicherlich ein Begriff sein. Und ja, die überwachen den gerade. Aktuell ist ruhig. Viele Reisende, die aktuell vom Sichelstieg kommen. Und auch aus den anderen Region, die von den Bergen runtersteigen. Ich weiß nicht, was da drüben los ist. Mir wurde wohl von einigen Reisenden berichtet, dass es ein kleines ja, Begrüßungskomitee in Yolgoma geben soll. Begrüßungskomitee. Ja, reisen wohl von überall an. Was wirklich dann von Warung aus los ist oder aus Xeranien, das kann ich wohl nicht sagen von hier, aber aus Norden kommen die einen oder anderen. Meistens, sie setzt das mal in Anführungsstrichen, Bornländer oder Nivesen, die wollen wohl auch nach Süden. Allerlei Waren im Gepäck. Solange sie bezahlen können, ist alles gut. Ihr lasst wirklich jeden drüber. Naja, wir kontrollieren auf offensichtliche Dämonenmale, aber, naja, vermutlich wird uns der ein oder andere durchschlüpfen, aber dann sicherlich nicht hier an dieser Brücke, sondern an verschiedenen anderen Überstellen. So viele es denn um diese Jahre es dann noch geben mag.
Wir können also passieren. Von meiner Seite aus ja. Der Übergang ist nicht verboten. Bezahlt einfach die in den Brückenzoll. Sagen wir 2 Henner pro Bein. Ist natürlich ein bisschen teurer als normal. Normalerweise dann der eine, aber um die feste Kleinwaldstein wieder aufzubauen, ist das leider nötig. Tut mir leid. Es ist verständlich. Wie ist dir gefallen? Das letzte Mal, als ich sie sah, war sie ein riesiges, prächtiges Bauwerk, das über dem Fluss thronte. Und jetzt... Naja, ihr seht es ja selbst. Ja, die Feste ist relativ früh schon gefallen. 1021, das erste Mal. Sie schaut auch wieder so ein bisschen skeptisch auf deinen Wappenrock, schaut ein bisschen rüber zu Draco. Der hat sich gerade schon in den Brunnen gestellt und nickt ihr einfach nur noch zu, nach dem Motto, ist alles okay. Wir wurden von Jelnan von Dunkelstein verraten. Schaut wieder auf deinen Wappen. Und dann war das Ganze erstmal ziemlich lange gesperrt, aber wir haben dann unter Unterstützung von dem Kaiserdrachen Apep das Ganze wieder zurückerobert. Der Markwart selbst hat sich also angeschickt, uns auszuhelfen. Ja, selbstverständlich. Die Sphärenerschütterungen waren auch für Kaiserdrachen zu spüren. Dass hier etwas mit dem Sphärenschinder nicht ganz in Ordnung ist, sollte doch wohl allen klar sein, dass sich das Land gewandelt hat. Kann Apep auch nicht zulassen. Hat er uns unterstützt und dann konnten wir wieder 1021 das Ganze an uns reißen. Ist auch ganz wichtig, dass die Burg hier dann mit der natürlichen Grenze dem Fluss auch wieder auf unserer Seite steht, dass wir das verteidigen können. Das würde ansonsten ja dem Feind Tür und Tor öffnen. Naja, und dann vor 2 Jahren fiel sie erneut, als einige Truppen von Galotta das angegriffen haben. Da haben wir viele Verluste erlitten, aber die Nordmärker kamen uns dann zur Unterstützung, sonst wären wir wohl alle gefallen. Unter dem Marschall Turam, Sohn des Fandaras, ein Zwerg. Guter Mann. Hat dann die Angreifer in die Flucht geschlagen, sonst wären wir, wie gesagt, alle gefallen. Sollten wir allen guten Göttern danken, dass ihr nicht gefallen seid. Ja, sonst wäre die Rundra Kirche ein Ratsmitglied weniger. Wie kommt es, dass der Herrmeister noch hier ist? Leitet er die Verteidigung? Ja, er hat das hier übernommen. Es sind eine ganze Menge von uns vom Orden der Hohen Wacht hier. Irgendwer muss das ja beschützen. Es ist ja nicht nur der Sichelstieg, der hier verteidigt wird, sondern auch ein paar reine Pforten. Sie könnte keinen würdigeren Beschützer haben. Ja, war schon ziemlich hart, als Kleinwattstein nicht zu uns gehörte und dann auch Sichelstieg. Paar reine Pforten war da ziemlich, ziemlich abgeschnitten. Es war keine gute Zeit. Die Zeiten werden noch wieder besser werden. Bis dahin müssen wir alle unseren Teil beitragen. Wird uns auf der anderen Seite der Brücke... Werden uns dort Schwierigkeiten erwarten? Das weiß ich nicht. So oft war ich noch nicht drüben. Ja, bisher ist alles ruhig. Haben wohl auch ihre Wachposten abgezogen. Ich weiß von meinem Mann, dass da drüben ein kleiner Gräum steht und Geld wechselt. Ansonsten, wenn da drüben was ist, dann sind sie unsichtbar. Mit unsichtbar kommen wir zurecht. Nun, hab Dank für diese ausführlichen Informationen. Ich denke, gerade meine Begleiter würden es schätzen, nun ruhen zu können. Oh ja, es war ein langer Weg. Ich habe noch eine Frage, euer Gnaden. Ja, was kann ich für dich tun? Apep ist ein Drache und der ist jetzt hier irgendwie der Herr dieser Region? Habe ich das richtig verstanden? Apep ist ein Kaiserdrache. Der wohnt hier im Norden, in den Drachenstein. Da laufen eine ganze Menge Drachen rum und hat sich einen Pakt angeschlossen. Wieder die borbradianische Verwaltung. Wurde dann von Bernfried von Ehrenstein und zum Markwart der Drachensteine ernannt. Er duldet in seinem Einflussbereich nur Amazonen. Es gibt dort auch noch Amazonen, nicht wahr? Sie verzieht so ein bisschen die Mundwinkel und presst die Lippen aufeinander. Ein paar. Hm. Dann noch eine weitere Frage. Die anderen Zwerge aus Nordmarken haben euch geholfen, obwohl das hier
ein Gebiet ist, wo ihr im Endeffekt die Bevölkerung einem Drachen dient. Das war ein Marschall, Sohn des Fanderasch. Ich kenne ihn nicht gut, aber wie gesagt, der kaiserliche Marschall der Nordmark. Noch dazu sind wir hier nicht mehr in den Drachensteinen. Hier unten herrscht die Landgräfin? Naja, Landgraf. Ja. Nee, der ist schon ein bisschen länger Offizier da oben. Ich weiß nicht genau, wie es da abläuft, weil ich selber noch nie in den Nordmarken war, aber der soll wohl schon so seine 150 Jahre auf dem Buckel haben. Aber es ist wahrlich ein historisches Ereignis, wenn sich ein Drache und ein Angroschim sich darauf einigen, diese Festung zu verteidigen. Also der Drache hat 1021 verteidigt, beziehungsweise eingenommen, und 3 Jahre später kam dann der Zwerg. Naja, wenn ihr das so sagt, mag ich euch das mal glauben, auch wenn es mir nicht gefällt. Verbündete von Drachen, ha. Naja. Schau mich mal um, sehe ich irgendwelche Spuren, die ich auf einen Drachenangriff zurückführen würde? Ja, also definitiv. Dein geschultes Auge schweifen um sich. Klar, hier vieles, was dann agrimotisch verderbtes, pulsierendes Gestein mit irgendwelchen Adern, die du da auch sehen kannst, wo graue Steinbröckchen durchgepumpt werden. Aber du kannst auch sehen, wie es da wohl gerade die Türme mit Drachenfeuer zusammengeschmolzen sind. Mehrere. Ja. Deswegen sollte man sich auf Zwerge verlassen. Wenn wir eine Festung erobern, danach kann man die wenigstens noch benutzen. Verdammtes Drachengezeug, Viehzeug. Haben alles wohl niedergebrannt, ne? Machen sie immer. Ist Viecher. Allesamt. Und dann würde ich jetzt anfangen, vor mich hin zu meckern. Über Gott, die Welt, die Verbündeten von Drachen. Einfach alles und jeden. Schrecklich, Gegner. Sowas. Komm, wir schauen uns das mal genauer an, und ich würde mir zu einem dieser Türme hinlaufen und Ignar ganz klare Zeichen sagen. Hier, siehst du, da hat der Drache von links angegriffen. Da kam der Feuerstrahl zuerst. Ah. Oh, Torgosch, danke. Danke, dass du mir das erklärst. Ja, schrecklich sowas. Nun gut, der Herr Magier, ich denke, ihr werdet eine Gelegenheit schätzen, eure Füße ein wenig auszustrecken. Oh ja, habt ihr ein Bett? Yes. Gibt es hier eine angemessene Unterkunft? Ja, wir haben einen südlichen und den westlichen Klosterflügel. Da werdet ihr sicherlich euch dazulegen können. Betten kann man da nicht so sagen, aber da kann man dann wohl ruhen, ja. Nun gut, es wird wohl reichen, nicht wahr? Haben wir noch was? Lass uns mal dieser Unterkunft inspizieren. Das, was wir bisher gehabt haben. Also gut, auf geht's. Euer Gnaden, danke für die Erklärung. Ja, gerne. Wo kommt man denn hier wohl was zu essen, euer Gnaden? Wir haben noch ein bisschen Schwarzbrot bei uns. Da kannst du dich sicherlich mal bei der Küche melden. Da wird dir dann Schwarzbrot ausgegeben. Das hält sich gut. Das muss nicht unbedingt feucht werden. Und dann kannst du das über dem Feuer so ein bisschen rösten, ne? Schmierst du Butter drauf, ein bisschen Speck, und dann da wirst du sicherlich für eine kleine Spende an die Ronda-Kirche auch was zu essen kriegen. Hab Dank, euer Gnaden. Und so wird Abdullon in die Feste hineinmarschieren und sich immer nach der Küche durchfragen, wo man die wohl findet, wenn man jemanden sieht. Immer höflich sein, es scheint ja hier alles Rondrianer zu sein. Ja, allesamt. Wir bringen dann erstmal unsere Sachen unter und machen uns dann wohl auch auf die Suche nach was Essbarem. Ja, sollte bekommen. Wenn ihr dann da steht, hier wird tatsächlich auch nicht bedient. Es gibt keine Schenke. Auch da werdet ihr wieder hinlaufen müssen zu der Ausgabe. Alles so ein bisschen militärisch, rondrianisch geregelt. Und könnt dann auch so ein bisschen Hufetrappel hören, zusätzlich zu dem Schreien aus dem Limbus, die immer mal wieder zu euch herandringen und dann von diesen dämonischen Angriffen künden. Könnt dann aber auch hören, wie mehrere Pferde heranpreschen, und dann wird auch Rondrasil Löwenbrand von Arivor, der Herrmeister der Rondra-Kirche und der Erzprätor, antreten. Er hat selbst eine Augenklappe, wurde wohl ja, mehrere Male schwer verwundet, genauso wie seine Frau. Und er ist selbst einer der 6 Räte, ein Ratsmitglied, und dann untersteht er damit direkt dem Schwert der Schwerter.
Ja. Schaut ein bisschen zu euch, nickt euch höflich zu, wenn auch ein bisschen verwundert, den Wappenrock von Jalan, der interessiert ihn erstmal nicht so sehr und wird sich da auch erstmal was zu essen nehmen und dann gierig darüber herfallen. Ich behalte meine Sachen beieinander und blicke einfach nur alle 5 Minuten neugierig zu ihm hinüber. Wenn ich dann fertig bin, mit mich ein bisschen über Drachen aufzuregen, würde ich mir einen Rondra, also ich suche jetzt keinen Geweihten, aber ich nehme an, es ist ein Geweihter, den ich finden werde. Guter Mann, haben Sie eine Minute für mich? Willst du vielleicht direkt zu Rondra hier rübergehen? Nein, also ich suche... Zu irgendwem, okay. Ja, allesamt irgendwie Geweihte kannst du hinbekommen. Ja, Zwerg, was kann ich für dich tun? Ja, wie du siehst hier, ich habe nur mein Speer habe ich auf dem Weg über die Sichel verloren. Wollt mal fragen, kann man bei euch hier irgendwie neue Waffen bekommen? Ich meine, ihr seid ja alle schwer gerüstet zu sein. Habt ihr vielleicht heute über, was man euch abkaufen kann? Was über? Nein. Wir haben zwar genug Waffen für uns, aber die werden wir nicht rausgeben. Auch verkaufen wir sie nicht. Na, schade. Mein Herr. Mein Herr Angroschim. Na, kann man nichts machen. Hast du bestimmt nicht entschieden. Aber trotzdem vielen Dank. Auch haben wir keine Zwergenwaffen. Mir wurde gesagt, dass ihr nur mit sehr kurzen Waffen ordentlich umgehen könnt. Nein, tut mir leid. Ein Speer hätte es auch getan. Aber ich nick ihm mal dankbar zu. Na, kann man nichts machen, Igna. Mal gucken, wir finden schon noch was. Oh, das ist doch schade, Torgosch. Ja, ne? Bin ja selber schuld. Bin ja selber in den Fluss gesprungen. Ja, du musst schwimmen lernen, Torgosch. Alles schon ziemlich gut, muss ich sagen. Ich meine, ich bin nicht direkt untergegangen, das hätte viel schlechter laufen können. Ja, dann würde ich mir auch was zu essen holen. Ich wäre auch nett und freundlich zu den ganzen Menschen da. Zu den Großlingen. Gut, von meiner Seite aus könntet ihr mal wieder regenerieren. Ihr könnt natürlich auch wieder Wachen aufstellen, wobei ich nicht glaube, dass das sinnvoll ist. In einem Lager mit 50, 60 Rondrianern macht das, glaube ich, nicht so viel Sinn. Und während ihr euch dann so ein bisschen umseht, wo ihr dann schlafen könnt, wie gesagt, westliches oder südliches Kloster, Quartier, Viertel, alles abgebrannt, auch der Bergfried, habe ich ja alles gesagt, wird sich immer mal in Richtung der Küche begeben. Nachdem alle gegessen haben. Ja, immer geht dann Richtung Küche und klopft dort an den Rahmen. Entschuldigt euer Gnaden. Ja, was kann ich für dich tun? Komm rein. Rondra zum Gruß. Ja, die 12 mit euch. Ich habe da eine Frage und zwar, was ist denn wohl eine angemessene Spende für das Essen? Denn schließlich war das Essen das Beste, was ich die letzten Tage hatte. Außer die eine beginnt mit dem Grollen. Aber ja, ich schweife ab. Grollen? Den solltest du nicht trauen. Dann gib mir einfach, ja, sagen wir 2 Heller. Das soll wohl das Ganze wieder aufwiegen.